Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Dorothea Neukirchen. Hallo Dorothea, du bist ja nicht zum ersten Mal mein Gast, aber vielleicht magst du dich trotzdem nochmal vorstellen. Oh Gott, was soll ich zu mir sagen? Also, geschrieben habe ich schon ganz lange, aber erstmal Drehbücher und seit der Jahrtausendwende schreibe ich Bücher. Und ich werde heute dann meinen dritten Roman vorstellen, Kurzgeschichten. Bände habe ich auch geschrieben und ein Sachbuch über das Filmemachen. Das ist das Metier, wo ich herkomme. Du hast ein spannendes Leben. Finde ich sehr faszinierend, ja, bei dir. Ich kann mich nicht beklagen. Das stimmt. Genau, ich glaube, wir könnten ganz lange drüber reden. Aber heute geht es ja um dein neues Buch. Wie heißt denn das? Der Titel ist Leben, Lieben, Erben. Ja, und damit sind auch schon die drei Handlungsstränge angesprochen, die ich so miteinander verwoben habe. Spielt dein Roman, dein neuer Roman, mit dem du heute ja mein Gast bist, spielt er in der heutigen Zeit? Nein, nicht ganz. Also, er spielt Ende der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Somit ist es ein historischer Roman. Und es ist ein Familienroman. Also die beiden Hauptfiguren heißen Alix und Didi. Die sind beide am Anfang ihres Berufslebens, kurz vor ihrem 30. Geburtstag. Während der Studentenbewegung haben sie noch in einer WG gelebt. Und jetzt haben sie sozusagen, wie man damals so sagte, den Marsch durch die Institutionen angetreten. Sie wollen die Gesellschaft zum Besseren verändern. Sie wollen sozialer, feministischer sein als ihre Eltern. Aber natürlich haben sie auch ihre blinden Flecken. Ja, zum Thema Leben gehört natürlich die Arbeit. Also Alix ist Filmemacherin. Sie hat den Traum vom ganz großen Spielfilm. Und derweil hält sie sich mit Auftragsarbeiten fürs Fernsehen über Wasser. Im Sender muss sie sich natürlich mit dem damals noch mehr als heute üblichen männlichen Dominanzgehabe auseinandersetzen. Ja, dann das zweite Thema des Buches, Liebe. Dazu gehört ihr Lebensgefährte Didi. Die beiden leben unverheiratet zusammen. Damals nannte die ältere Generation das noch eine wilde Ehe. Ja, und schließlich das Thema Erben. Also es beginnt damit, dass die kinderlose und ziemlich reiche Tante von Alix stirbt. Und wie das so ist, Erben ist ja nie unkompliziert. Also erstmal rein faktisch nicht, aber vor allem auch emotional nicht. Alix fährt zu dem Begräbnis und trifft dort auf ihren Vetter Karl, ihren Co-Erben. Und jeder weiß ja bei Begräbnissen, da kommt viel hoch. Erinnerungen. Gutes, Schlechtes, Verpasstes, Vorwürfe, die man sich macht, weil man einen Verstorbenen lange nicht besucht hat. Ja, also ich glaube, jetzt lese ich am besten mal, wie es Alix bei der Beerdigung ihrer Erbtante geht. Es ist ein überschaubares Grüppchen, das aus der Sonne in die dämmerige Friedhofskapelle wechselt. Vetter Karl und seine Frau Moni gehen nach vorne durch, Alix folgt ihnen. Auch sie nimmt in der ersten Reihe Platz, auf der anderen Seite des Ganges. Hinter sich hört sie Füße scharren, das Tock-Tock von Pumps auf Steinfliesen, sanftes Ächzen der Kirchenbänke, Mantelgeräusche. Dann ein dumpfer Schlag, etwas poltert zu Boden. Alix dreht sich um und sieht, wie sich der Notar bückt, um seinen Regenschirm aufzuklauben. Sie hat den fülligen Mann im Edelloden vor der Kapelle kennengelernt. Er kondolierte Karl und küsste dessen verehrter Gattin die behandschuhte Hand. Dann musterte er Alix. Sie müssen die Nichte sein. Die Ähnlichkeit ist ganz unverkennbar. Er setzte zu einem weiteren Handkuss an, ließ ihn jedoch nach einem Seitenblick auf Alix Parker als unpassend irgendwo im Nirgendwo entschweben.
Nun setzt er sich umständlich, macht dem haupttrauernden Erik Platz. Der zweite Mann von Tante Axel wird im Rollstuhl geschoben. Die gute Seele Frau Thalheim fixiert das Gefährt und setzt sich in die Bank hinter Karl. Zwei Männer rutschen zur Seite, machen ihr Platz. Der Ältere ist vermutlich ihr Ehemann. Der Junge mit der verwegenen Tolle könnte ihr Sohn sein. Erik scheint nicht zu begreifen, wo er ist. Seine halbgeschlossenen Augen wirken unfokussiert. Alkohol oder Valium, das ist hier die Frage. Vielleicht eine Kombination. Als Eriks Kopf zur Seite rutscht, begegnet Alex dem süffisanten Blick ihres Vetters. Alex zuckt mit den Schultern. Dann sehen beide wieder mit angemessen ernstem Blick nach vorn auf die mit Blumen umkränzten Kerzenleuchter. Gestern am Bahnhof hat der Vetter sie lautstark begrüßt. Meine Lieblingscousine, rief er und steuerte mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. Alex kam vor wie in einem angejahrten Boulevardstück. Sie spielten glücklich wiedervereinte Familie. Ganz so, als hätten sie sich in den letzten 9 Jahren vermisst. Jetzt streckt der Cousin ein Bein nach vorn und betrachtet seinen original handgenähten Budapester Schuh. Nicht unter 300 Mark das Paar, denkt Alex. Preisskala nach oben offen. So etwas weiß sie, seit sie einen Beitrag über ein Luxusschuhgeschäft drehte. Zur selben Zeit bereitete sie einen Dokumentarfilm vor über ein sozialistisches Kollektiv. Das war ein unschöner Spagat, aber mit dem einen Film finanzierte sie den anderen. Der Ladeninhaber hat ihr damals als Dank für den Dreh echte Budapester zum Sonderpreis angeboten. Natürlich hat sie abgelehnt, aber Didi sagte am Abend, schade, hätte ich gerne gehabt. Und für einen kurzen Moment, bevor er anfing zu lachen, hat sie ihm tatsächlich geglaubt. Es ist still geworden. Alex Parker wölbt sich unangenehm im Sitzen. Aber jetzt ist es zu spät, den Reißverschluss noch zu öffnen. Das Geräusch wäre aufdringlich laut. Ein blauroter Fleck fällt auf das glänzende Sargholz. Alex verfolgt den Lichtstrahl zurück bis zum Buntglasfenster. Dann wird das Air von Bach intoniert. Nicht sehr originell, aber immerhin keine Konserve. 3 Musiker spielen. Violine, Cello und Hammond-Orgel. Alex hasst den Sound der Hammond-Orgel. Als Kind hat sie sich ein Klavier gewünscht und wurde stattdessen mit so einem Ding abgespeist. Das sei genauso gut und viel praktischer, hatte es geheißen. Erik zuckt, taucht aus seinem Halbschlaf auf. Alex lächelt ihm zu. Gestern beim ersten Wiedersehen war sie schockiert über seinen Zustand. Sie wusste nicht recht, wie sie ihm begegnen sollte. Schließlich hatte sie vorsichtig seine Hand berührt. Da war Leben in ihn gekommen. Ja, ich werd nicht mehr die berühmte Nichte meiner geliebten Gattin. Aber er sah sie kaum an. Seine Augen irrten unruhig umher. Wo ist sie denn schon wieder abgeblieben? Nie ist sie da, wo ich bin, sagte er ärgerlich. Hatte er den Tod seiner Frau vergessen? Naja. Anyway, sagte er mit seinem hamburgisch gefärbten Tonfall und wandte sich wieder Alex zu. Du wärst auch immer schöner. Ja, und du bist ganz der alte Charmeur, hatte sie versucht zu scherzen. Sie war froh, als Eriks Abendessen kam. Frau Thalheim stellte Bier und Schnittchen auf den Tisch und bedeutete Alex, ihr zu folgen. In der Tür drehte Alex sich noch einmal zu Erik um, sah, dass er die Schnittchen ignorierte und sich genüsslich dem Bier widmete. Alkoholfrei, flüsterte Frau Thalheim verschwörerisch. Die Sonne ist gewandert, jetzt ist der Fleck oben auf dem Sarg gelb-blau. Das Rot
ist auf den Fußboden gefallen neben die Grenze. Ein Glück, dass der Vater auf einem Kranz bestanden hat. Die gelben Rosen mit dem Schleierkraut machen sich ganz gut. Eigentlich wollte Alex weiße Rosen, aber der Vater war für gelb. Gelb ist die Farbe von Neid, von Geld, versuchte Alex, ihn umzustimmen. Passt doch, hatte der Vater gefeixt. Dann ging es um die Schleifenbeschriftung. Wenn die Mutter noch gelebt hätte, wäre das einfach gewesen. In Liebe, deine Schwester Betty, hätte da gestanden. Aber die Mutter war tot und der Vater liebte die Tante nicht. Also fiel in Liebe aus. Tiefe Trauer? Das wäre gelogen gewesen. In stillem Gedenken. Das war zumindest eine Möglichkeit. Am Ende einigten sich Vater und Tochter auf gute Reise. Das erschien ihnen passend. Schließlich war Tante Axel früher gern und viel gereist. Aber hier in der Kapelle wirkt gute Reise etwas flapsig. Die Musik hat aufgehört. Der Pfarrer erzählt jetzt von einem gottgefälligen Leben und geduldig ertragenem Leid. Geduldig war Tante Axel eigentlich nie. Und mit der Kirche hatte sie auch nichts am Hut. Sie sprach immer nur von den Pfaffen. Zumindest früher. Aber wer weiß, vielleicht ist sie nach ihrem ersten Schlaganfall fromm geworden. Oder der Pfarrer redet so huldvoll, weil sie für die Reparatur vom Kirchendach gespendet hat. Das ist wahrscheinlicher. Sie zog vom mittleren Rhein an den Alpenrhein, sagt der Pfarrer in seelsorgerischem Singsang. Hier fand sie ihre eigentliche Heimat, denn sie liebte die Berge. Sie war eine mutige Sportlerin, sie bezwang steile Felswände und beging schmale Pfade. Einmal, sie hatte erst kürzlich Abschied nehmen müssen von ihrem ersten Ehemann, wanderte die junge Witwe allein. Sie geriet in einen Wetterumschwung und kam im dichten Nebel vom Weg ab. Um ein Haar hätte sie dies mit dem Leben bezahlen müssen. Doch die Vorsehung wollte es anders. Sie wurde gerettet und sie belohnte ihre Retter aufs Großzügigste. Dies wiederum wurde ihr gelohnt, denn später, als die nun Verstorbene gesundheitlich angeschlagen war, da kümmerte sich die Ehefrau des Retters in rührender Weise um sie. Alex wirft einen Blick zu Frau Thalheim und sieht, wie diese vor Befriedigung glüht über das öffentliche Lob. Und plötzlich steht Alex eine Szene vor Augen, die sie lange vergessen hat. Mein Gott, sagte die Mutter und legte den Telefonhörer auf. Alexandra ist im Krankenhaus. Sie hätte sterben können. Sie hat sich in den Bergen verirrt, war total unterkühlt, als man sie gefunden hat. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um, sagte der Vater ungerührt, erntete einen vorwurfsvollen Blick der Mutter und lenkte ein. Naja, also offenbar ist sie ja gerettet worden, brummelte er. Ja, nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sie nicht die Mieter vom Jagdhäusel getroffen hätte, als sie losging. Zum Glück haben die sich Sorgen gemacht, als das Wetter umschlug. Sie haben versucht, sie anzurufen, aber natürlich hat niemand abgehoben. Und dann ist der Herr Thalheim los, um sie zu suchen. Mein Gott! Die Mutter kämpfte mit den Tränen. Ist ja gut, meinte der Vater und tätschelte ihr den Rücken. Da sah die Mutter ihren Mann mit leuchtenden Augen an. Weißt du, was sie jetzt macht? Sie schenkt den Thalheims das Jagdhäusel. Das ist ja so anständig von ihr. Doch der Vater kommentierte bissig, fremder Leute Häuser lassen sich gut verschenken. Das ist doch Unsinn, rief die Mutter aufgebracht. Das Jagdhäusel war schon immer Alexandras Haus. Und dann entdeckt sie die lauschende Tochter. Was stehst du denn hier rum, fuhr sie diese an. Mach lieber deine Hausaufgaben. Im Weggehen hörte Alex, wie die sonst so sanfte Mutter das Abendbrotgeschirr ineinander knallte.
Der Pfarrer redet inzwischen von der zweiten Ehe der Verstorbenen, von der Tapferkeit, mit der Alexandra Pascha-Baumöller die gesundheitlichen Einschränkungen ihrer späten Jahre ertrug, und von Frau Thalheim, der guten Seele, die so unverbrüchlich zur Seite stand. Gestern führte die gute Seele Alex in das Ankleidezimmer und öffnete alle 8 Kleiderschranktüren. Die Nichte sollte sich dienen. Ratlos hatte Alex ein paar Bügel hin und her geschoben und versucht, sich gegen die große Hilflosigkeit zu wehren, die sie angesichts dieser schlaffen Kleider überkam. Was sollte sie damit? Ihre Tante war eine außerordentliche Frau, sagte Frau Thalheim und zog die Schublade mit den Strümpfen auf. Nie wäre es ihr in den Sinn gekommen, schwarze Strümpfe zur braunen Hose anzuziehen. Es musste immer alles passen, auch als sie kaum noch laufen konnte. Wenn ich etwas falsch gebracht habe, dann hat sie mich zurückgeschickt. Alex nahm ein Tuch in die Hand, erkannte die Pferdeköpfe von Hermes. Sie war 13, als die Tante ihr zeigte, wie sie das Tuch falten musste. Fein säuberlich über Eck, vor dem Hals einmal über Kreuz und dann die Enden hinten verknoten. Und jetzt kommt das Wichtigste. Das Tuch von der Stirn zurückschieben und den Mittelteil leicht herauszupfen. Für einen schönen Hinterkopf. Gut siehst du aus. Wie Audrey Hepburn. So können wir losfahren. Tante Axel selber trug im geöffneten Cabriolet eine Lederkappe. Die stammte aus ihren Segelfliegerzeiten. Ihre Hände fassten das Steuerrad mit Fahrhandschuhen aus hellem, durchbrochenem Leder. Im Radio lief AFN. Beflügelt vom Swing fuhren sie in die Kurven. Die fernen Bergspitzen waren weiß, die nahen geschwungenen Hänge schimmerten in weichem Grün. Oh, man steht auf. Der Sarg wird nach draußen gerollt. Alex reiht sich in die Prozession ein. Sie geht allein hinter Karl und seiner Frau. Dabei fühlt sie sich irgendwie unvollständig. Sie vermisst Didi. Warum ist er nicht hier? Sie ist gar nicht auf die Idee gekommen, ihn zu fragen. Warum hätte er mitkommen sollen? Er kannte die Tante ja gar nicht. Komisch. Im normalen Leben hat Alex kein Problem damit, auch mal alleine aufzutreten. Aber dieses Familienambiente hier wirft sie in ihrer Entwicklung zurück. Karls Mantel sieht gediegen aus. Er ist nur 6 Jahre älter als sie und doch kommt es ihr vor, als gehöre er zur Generation ihrer Eltern. Eigentlich kein Wunder. Sie leben in verschiedenen Welten. Als sie mit Didi in Berlin gegen den Schah protestierte, da übernahm Karl die väterliche Firma. Und als sie einen Film gegen den Paragraphen 218 machte, da wurde er zum dritten Mal Vater. Das ausgehobene Grab liegt im Schatten einer Felswand. Alex' Blick wird nach oben gezogen. Kürzlich soll es in Hohenems einen Erdrutsch gegeben haben. Wenn dieser Hang da ins Rutschen gerät, dann sind die Toten doppelt begraben und die Lebenden gleich mit. Rechts vom Grab steht ein Eimer mit Erde und Schäufelchen. Links befindet sich eine Schale mit Blumen. Der Sarg wird gesegnet, an breiten Bändern in die Erde hinuntergelassen. Erik starrt auf das Verschwinden des Sargs. Frau Thalheim drückt ihm einen kleinen Strauß in die Hand und fährt den Rollstuhl so dicht ans Grab, dass er die Blumen hinunterwerfen kann. Erik scheint nun zu begreifen, was hier los ist. Tränen laufen über seine Wangen. Vielleicht war es ja doch Liebe, dass er Tante Axel geheiratet hat und nicht Berechnung, wie Alex' Vater immer behauptet hat. Das Foto von den beiden auf dem Buffet im Salon spricht dafür. Alex hat es gestern lange angesehen. Das Gesicht ihrer schönen Tante glänzte feucht in der afrikanischen Hitze. Die rote Blüte in ihrem Haar passte farblich zum weit ausgeschnittenen Kleid.
Und Eriks Bräune kam durch den weißen Anzug perfekt zur Geltung. Ein Bilderbuchpaar und offensichtlich verliebt. Wann ist aus Erik ein Alkoholiker geworden? Und wann aus der mutigen Afrika-Reisenden eine bornierte, ängstliche Frau? Alex wirft ein Schüsselchen Erde auf den Sarg. Das macht ein grässliches Geräusch. Plötzlich sieht sie die ständig wiederholten Einladungen der Tante in einem anderen Licht. Vielleicht waren es verkappte Hilferufe. Alex wischt sich etwas Nasses von der Backe. Wo kommen denn die Tränen auf einmal her? Ist es Trauer oder ein schlechtes Gewissen? Warum hat sie ihre Tante seit Jahren nicht mehr besucht? Ach, diese lästigen Einladungen, die kamen immer so verdammt arrogant daher. Wie hätte sie die als Hilferuf verstehen sollen? Aber wenn sie ehrlich ist, dann hat sie die Verzweiflung hinter all dieser penetrant zur Schau getragenen Munterkeit sehr wohl gespürt. Vielleicht ist sie gerade deswegen nicht gefahren. Sie wollte das Unglück nicht wahrhaben. Sie wollte sich diesem Strindberg-Ambiente dieser Ehe nicht aussetzen. Was hätte sie denn tun können? Ach, zum Teufel, wo sind denn die Tempotücher? Alex schneuzt ihre Nase und ist froh, dass Weinen auf Beerdigungen üblich ist. Ja, das ist das Ende von diesem Kapitel. Das spielte jetzt ja auf einer Beerdigung. Ja. Ich bin jetzt sehr gespannt, was du jetzt erzählst zu der Entstehung von deinem Buch, also gerade bei so einem Thema. Also es hat teilweise autobiografische Hintergründe. Ich lasse mich eigentlich gern von der Wirklichkeit inspirieren und die entwickle ich dann weiter. Also in meinem Leben hat es tatsächlich eine Erbtante gegeben, aber die hat gar nicht in Hohenems gelebt. Das habe ich hier irgendwann gefunden und fand das so faszinierend, da mit diesem steilen Felsen, der da bei der Beerdigung auch beschrieben wird. Ja, und auch sonst ist vieles erfunden. Also Hohenems habe ich dann auch deswegen noch genommen als Wohnort für die Tante, weil das ein sehr jüdisch geprägter Ort ist und heute gibt es da sogar ein jüdisches Museum und das spielt dann auch in die Vergangenheit der Familie rein und in die Fragen, die Alex sich stellt, zu deren Verhalten im Dritten Reich. Ja, also so baue ich das dann eigentlich zusammen aus Erlebtem, Erinnerten, aus Vorgefundenem, aus Recherchiertem. Also auch in der Arbeitswelt von Alex, da habe ich eigene Erfahrungen verarbeitet. Ich war ja selber hauptberuflich Filmemacherin über 30 Jahre lang, so wie meine Hauptfigur Alex. Und da konnte ich halt aus der Fülle meiner Erfahrungen schöpfen. Aber die Dinge bekommen auch immer so eine Eigendynamik. Einfach durch den kreativen Prozess der Auswahl. Und dann gibt es natürlich eine gewisse Zuspitzung. Und dadurch, dass ich unterschiedliche Ereignisse zusammenführe, naja, und dann schreibe ich auch mindestens so an die 10 Fassungen, die ich immer formuliere, umschichte, bis der Text dann seine endgültige Form hat. Das nächste Kapitel beschreibt den WDR. Das ist einer von vielen Fernsehsendern. Also ich habe als auch für andere Sender gearbeitet, in Hamburg, in Berlin, fürs ZDF. Aber das ist jetzt eben in Köln basiert und deswegen ist es der WDR. Ich muss da noch kurz was zum Verständnis sagen, bevor ich aus dem Kapitel lese. Also Alex hat schon vor Monaten ein Exposé eingereicht. Einen Vorschlag zu einer Serie über Künstlerinnen, die weitgehend vergessen sind, weil sie nur unter den Namen ihrer Väter, Brüder, Ehemänner arbeiten durften.
Und jetzt, Monate später, also kurz vor Weihnachten, hat sie endlich einen Besprechungstermin beim zuständigen Redakteur bekommen. Alex blickt auf ihre Uhr. Sie ist zu spät. Und sie ist aufgeregt. Sie kontrolliert im Vorbeieilen ihr Spiegelbild in der gläsernen Fassade des Vier-Scheiben-Hauses und sieht, dass ihr Lieblingspförtner Dienst hat. Ein soignierter Herr mit Namen Königs. Sie nimmt es als gutes Zeichen und lächelt ihm zu. Er nickt freundlich zurück. Er kennt sie. Er mag sie. Und er lässt sie, wann immer möglich, in der Tiefgarage parken. Alex fühlt sich wie eine Königin, wenn sie mit ihrem alten VW für das Rollgitter fahren darf, das Herr Königs eigens für sie mit seinem Geheimknopf öffnet. Dann ist sie auch als Freiberuflerin eine, die dazugehört zum großen WDR. Doch heute ist sie mit der Bahn gekommen, das Auto ist in der Werkstatt. Alex passiert die Drehtür und nimmt Kurs auf die Fahrstühle, als sie von Herrn Königs Stimme aufgehalten wird. Darf ich bitte Ihren Ausweis sehen? Wieso das denn? Tut mir leid, Frau Hering, eine neue Bestimmung. Alex durchsucht ihre Jackentaschen, wird fündig und hält ihren Ausweis für freie Mitarbeiter hoch. Herr Königs gibt ihr mit eleganter Geste den Weg frei. Einen schönen Tag noch. Danke Ihnen auch. Die Aufzugstür beginnt sich zu schließen. Alex rennt, hält die Hand vor die Lichtschranke und quetscht sich mit einem Entschuldigung neben den Boten mit dem Hauspostwagen. Gleich im ersten Stock hält der Fahrstuhl wieder. Der Bote steigt aus. Alex drückt den Knopf für die vierte Etage. Müssen sich diese Türen so langsam schließen? Der Mann neben ihr zupft an seiner Krawatte. Die großen Blüten auf orangenem Grund sollen wohl den biederen Anzug aufpeppen. Der Fahrstuhl stoppt schon wieder. Noch ein Halt. Alex sieht auf ihre Armbanduhr, so als könne sie dadurch den Gang der Dinge beschleunigen. Der Anzugträger steigt aus. Sein Grau verschmilzt mit dem Teppichgrau. Dann wischt ihn das Silbergrau der Aufzugtür weg wie eine Filmblende. Endlich! Die vierte Etage. Gleichmäßig gerahmte Kunst strukturiert den Gang. Künstliche Luft und Neonlicht haben einen sedierenden Effekt. Tür, Türschild, Bilderrahmen. Tür, Türschild, Bilderrahmen. Tür, Türschild, Bilderrahmen. Tür, Tür. Alex ist vor der Geschichtsredaktion angekommen. Sie klopft. Keine Antwort. Sie öffnet die Tür. Entschuldigung, ich bin zu spät, aber die KVB. Frau Müller sieht von ihrer halbautomatischen Schreibmaschine zu Alex. Guten Tag. So viel Zeit muss sein. Tag, Frau Müller. Tut mir leid, ich bin zu spät, aber kein Problem, Dr. Bonhoff telefoniert noch. Nehmen Sie doch bitte Platz. Natürlich. Das hätte Alex sich denken können. Man hat auch ohne sie zu tun. Sie setzt sich. Die Uhr über den Türrahmen tickt synchron mit dem vorspringenden Sekundenzeiger. Der Ablagetisch neben dem Stuhl ist voll mit Programmbroschüren. Alex blättert ein paar von ihnen durch. Hunderte von Kollegen haben genauso viele Ideen wie sie. Und diese Ideen sind alle schon angenommen. Entmutigt wandert ihr Blick zum Fenster. Dort ist ein Ausschnitt der Ziegelarchitektur vom Landgericht zu sehen. Steinerne Verzierungen, gelbe und rote Ziegel. Diese alten Wände können noch atmen. Betonmauern brauchen eine Klimaanlage. Alex öffnet ihre Jacke. Wollen Sie ablegen, fragt Frau Müller. Nein, danke. Oder ja, vielleicht doch. Ist ziemlich warm hier, wenn man von draußen kommt. Frau Müller öffnet den Garderobenschrank und hängt Alex' Jacke neben ihren Mantel. Dann setzt sie sich die Kopfhörer wieder auf und tippt weiter. Die rote Kerze auf dem Adventsgesteck ist unbenutzt, der Docht jungfräulich. Tannengrün mit Silberschleife und lila Kugel. Alex spiegelt sich in der Kugel. Sie hat einen winzigen Kopf und ein ausuferndes Becken. So haben die Urvölker ihre Frauen dargestellt. Der Kopf war unwichtig,
die Gebärfähigkeit dagegen. Zum Glück mag Didi ihren Kopf. Naja, nicht nur. Heute früh hat sie Parfum angelegt, Opium. Für mich machst du das nicht, hatte er den Eifersüchtigen gespielt und an ihr herumgeschnuppert. So landeten sie wieder im Bett und sie verpasste die Straßenbahn. Dr. Bonhoff hat aufgelegt, Sie können jetzt reingehen, sagt Frau Müller. Viel Glück. Alex nickt ein Dankeschön, klopft an die Tür und öffnet sie. Frau Hering, schön, dass Sie kommen konnten, schallt es ihr entgegen. Der Redakteur deutet ein Aufstehen an und lüpft seine Leibesfülle kurz über die Sitzfläche. Frau Müller, bringen Sie uns doch bitte 2 Tee. Und dann zu Alex gewandt. Ich habe umgeschaltet auf Grüntee. Der schmeckt zwar nicht, soll aber gesünder sein als Kaffee. Er lacht. Sie trinken doch Tee? Ja, gern, danke. Alex weiß nicht, wohin sie sich setzen soll. Der Stuhl vor dem Schreibtisch ist mit Büchern belegt. Der Redakteur folgt ihrem Blick. Alles Recherche für meinen Südseefilm, erklärt er. Legen Sie die Bücher einfach da drüben hin. Alex hebt den Stapel an, platziert ihn vorsichtig auf einem von Broschüren überquillenden Sessel. Also, Frau Hering, ich habe gute Nachrichten. Es gibt noch etwas Restgeld für dieses Jahr. Das muss bis Ende Dezember ausgegeben werden, sonst verfällt es und der Etat wird im nächsten Jahr gekürzt. Völliger Schwachsinn, wenn Sie mich fragen, aber ich habe diese Regelung nicht gemacht. Er sucht etwas auf seinem Schreibtisch, zieht Alex Treatment hervor und tippt mit dem Finger darauf. Anonym. Er liest den Titel mit einer Stimme, die seine Distanz zu dem Projekt deutlich macht. Eine Serie über Frauen, die unter dem Namen ihrer Väter, Ehemänner und Brüder malten, schrieben und komponierten. Gut, gut. Er überblättert die Inhaltsbeschreibung und hält bei der vorletzten Seite inne. Also was mich interessiert, ist die Machart. Sie schreiben hier, dass Sie die Dokumentation mit Spielfilmszenen auflockern wollen. Ah, Frau Müller. Er nimmt seine Tasse entgegen. Wie? Kein Zucker? Sie gönnen uns aber auch gar nichts. Ja, Sie sagten doch, Sie wollten... Ach, was kümmert mich mein dumm Geschwätz von gestern? Der gute Adenauer war ja nicht mein Fall, aber sein Spruch ist gut. Und heute ist schließlich Nikolaus. Also, liebe Frau Müller, jetzt rücken Sie mal ein paar Zimtsterne raus. Er lacht. Zimtsterne raus für den Nikolaus. Als Frau Müller das Verlangte bringt, wirft er einen Zimtstern in die Höhe und fängt ihn mit dem Mund auf. Er blickt applausheischend um sich. Doch Frau Müller zieht die Tür ins Schloss und Alex beißt ein kleines Stück von ihrem Zimtstern ab. Wo waren wir? Der Redakteur wirft seinen Leib gegen die Lehne des Drehsessels und klatscht die Hände gegeneinander. Ah ja, Ihr Frauenprojekt. Also ich könnte das Drehbuch dafür finanzieren, Stichwort Restgeld. Allerdings kann ich Ihnen nicht viel Hoffnung auf eine Realisierung machen. Das nächste Jahr ist vollständig verplant. Er macht eine bedeutungsvolle Pause. Kennen Sie sich mit Sokrates aus? Fragt er dann. Sokrates? Alex bleibt vor Überraschung der Keks im Hals stecken. Sie hustet. Zu Sokrates fällt ihr nur Xantippe ein, das Urbild der nörgelnden Ehefrau. Aber das behält sie lieber für sich. Zum Glück scheint der Redakteur keine Antwort von ihr zu erwarten. Er redet selber weiter und erklärt, dass er eine Serie über Prozesse der Weltgeschichte plane. Den Auftakt soll der Prozess gegen Sokrates machen. Er sieht erwartungsvoll zu Alex. Sie hat keine Ahnung, warum er ihr das erzählt und lächelt unsicher. Ja, also wie gesagt, Ihre Idee mit den szenischen Einschüben, die könnte ein gutes Gestaltungsmittel dafür sein.
Alex überlegt, was das heißen soll. Bietet er ihr jetzt etwa an, einen Film über Sokrates zu machen? Und wenn ja, was bedeutet das für ihr Künstlerinnenprojekt? Sie dürften das dann auch inszenieren, fügt Dr. Bonhoff hinzu und lehnt sich zurück. Inszenieren? Das ist ein unwiderstehlicher Köder für Alex. Da fällt ihr sogar zu Sokrates etwas ein. Vor ein paar Monaten hat sie eine Theaterinszenierung des Phaidon gesehen. Davon erzählt sie nun. Sie lobt den Hauptdarsteller, seine fantastische Präsenz, mit der die philosophischen Dialoge gesprochen habe, so als seien sie ihm gerade eingefallen. Ein idealer Sokrates. Der Redakteur will den Namen des Schauspielers wissen. Beckel, Hans-Christian Beckel. Soll man den kennen? Er spielt an der Schaubühne in Berlin. Ah, an der Schaubühne. Dr. Bonhoff ist beeindruckt. Dieses Theater ist ein Garant für Qualität. Alex nutzt ihre Chance. Ich könnte Kontakt mit ihm aufnehmen, wenn Sie wollen. Ich kenne ihn aus meiner Berliner Zeit. Allerdings hat Beckel sich, so viel ich weiß, bisher dem Fernsehen verweigert. Das wiederum ist ein Köder für den Redakteur. Er hat eine Hochschulkarriere aufgegeben, als er zum Sender ging. Und Leute, die sich dem Populärmedium Fernsehen entziehen, reizen ihn. Er sieht Alex prüfend an und sagt dann kurz entschlossen: Gut, fahren Sie hin. So etwas klärt man am besten im persönlichen Gespräch. Die Fahrtkosten übernehmen wir. Alex fühlt sich geehrt. Trotzdem will sie noch wissen, was mit ihrem Frauenprojekt ist. Der Redakteur lächelt süffisant. Sie haben die Wahl. Ein Drehbuch zu ihren Frauen oder Buch und Regie zu Sokrates. Überlegen Sie es sich. Ja, sie erlebt dann rund um den Sokrates-Film noch einiges Interessantes. Dorothea, wie ist das bei dir? Mhm. Planst du oder schreibst du einfach drauf los? Also ich bin schon eine Planerin. Ich komme ja vom Drehbuchschreiben her. Und da muss, also das ist sehr geplant, da gelten sehr viele Regelungen mit Spannungsbogen und so weiter und so fort. Aber manchmal spielt auch einfach der Zufall mit. Also so ein wunderbarer Moment, in dem einem etwas zufällt. Ja, also so ein Moment kommt in dem Roman auch mal vor. Soll ich den lesen? Ja, sehr gerne. Okay, also Alex hat inzwischen recherchiert und Vorgespräche geführt für den Sokrates-Film und jetzt ist sie etwas ratlos, wie sie so diese losen Enden zusammenbekommt. Sie sitzt im Zug und hört sich die Bänder ihres Recherchegesprächs mit einem Sokrates-Spezialisten an, mit einem Philosophen. Ja, und dann passiert ihr so ein Zufallsmoment. Das Kapitel heißt Kreative Umwege. Am nächsten Tag fährt Didi mit dem Auto weiter nach Amsterdam. Alex nimmt den Zug zurück nach Köln. Sie hat Glück und findet ein Abteil für sich. Sie macht es sich bequem, zieht die Schuhe aus und legt die Füße auf den gegenüberliegenden Sitz. Draußen fahren Industrieanlagen vorbei. Eine Landschaft zum Wegsehen, gut zum Arbeiten. Womit soll sie anfangen? Mit Sokrates oder mit der Erbauseinandersetzung? Der Termin mit der Anwältin ist gleich nach der Ankunft in Köln. Wahrscheinlich ist es am besten, wenn sie den Vertrag erst kurz vorher liest. Dann hat sie ihn frisch im Kopf. Also Sokrates. Sie breitet ihre Unterlagen aus. Sie hat noch kein Konzept für den Film, aber viele lose Enden. Sie betrachtet ihr Ringbuch mit den Notizen, die Apologie, die Bücher. Vielleicht fängt sie mit den Romanen an. Zu ihrer Verwunderung hat sie in der Bibliothek einige Romane zu Sokrates gefunden. Die lasen sich so weg, waren aber natürlich keine solide Quelle.
Trotzdem hat sie alle Stellen, die ihr bemerkenswert erschienen, mit Klebezetteln markiert. Fast alle Sokrates-Romane sind kurz vor Kriegsende oder danach entstanden. Philosophische Geschichte als Fluchtpunkt, als Trost in düsteren Zeiten. Vielleicht ergibt sich ein Konzept, wenn sie die markierten Stellen noch einmal liest. Sie zieht einen der gelben Zettel ab. Das ist eine geniale Erfindung, diese Post-its. Eigentlich war es ja eine Fehlentwicklung. Das weiß sie, weil sie mal einen Beitrag darüber gemacht hat. Der Chemiker wollte eigentlich einen Superkleber entwickeln. Und heraus kam ein Flop. Der Kleber ließ sich zwar leicht auftragen, aber genauso leicht wieder ablösen. Das Zeug wurde für unbrauchbar erklärt und verschwand in der Rumpelkammer. Bis sich ein Kollege des Erfinders dafür interessierte. Dieser Kollege war nicht nur Chemiker, sondern auch Mitglied in einem Kirchenchor. Er änderte sich ständig darüber, dass die Lesezeichen aus den Notenheften davonflatterten. Er strich den missglückten Kleber auf die Papierstreifen und machte so eine Entdeckung, die einen Siegeszug um die Welt antrat. Tja, mitunter gedeiht Kreativität auf Umwegen am allerbesten. Aber der Roman bringt Alex jetzt trotzdem nicht weiter. Sie klebt den Zettel wieder ins Buch und schlägt es zu. Als erstes sollte sie ihr Gespräch mit dem Philosophen abhören. Sie holt das Aufnahmegerät aus der Tasche und spult die Kassette auf Anfang. Die höflichen Präliminarien entlocken ihr ein Schmunzeln. Sie umkreisen sich vorsichtig, ehe es zur Sache geht. Alex macht sich Notizen und schreibt zu wichtigen Stellen die Bandlänge auf. Nach 40 Minuten wird es hitzig. Sie widerspricht Dr. Wollmann, stellt nicht nur den abgehobenen philosophischen Jargon, sondern auch seine Sichtweise in Frage. Sie spult zurück, hört die letzten Minuten ein zweites Mal an. Dabei sieht sie aus dem Fenster, ohne die kahlen Pappeln und weiten Wiesen wahrzunehmen. Auch die Telegrafenstangen rauschen durch ihren Blick, ohne dass sie es merkt. Sie versucht, etwas Nicht-Sichtbares zu erfassen. Ihre Augen verengen sich so, als gäbe es zwischen dem Fensterrahmen und dem schlierigen Glas etwas, das sie genauer sehen möchte. Sie malt versonnen Kringel um ihre Buchstaben. Das O wird zu einer Blume. Da fährt der Zug um eine Kurve und der Stift zieht ohne Zutun von Alex einen Strich unter das Wort Dialog. Will der Zufall ihr auf die Sprünge helfen? Alex betrachtet den unordentlichen Strich. In einem Dialog gibt es unterschiedliche Argumente anstelle von nur einer Meinung. Eigentlich weiß ja niemand wirklich etwas über den alten Philosophen. Er hat rein mündlich gearbeitet, selber nichts Schriftliches hinterlassen. So gesehen ist ohnehin alles Auslegungssache. Alex' Blick geht wieder zum Fenster. Schön, dieses Backsteingehöft, das da vorbeifliegt. Sie dreht den Kopf, um es noch etwas länger zu sehen. Jahrhunderte alt, der Hof, vermutet sie. Aber er funktioniert noch heute. Ja genau, das muss ihr Ansatz sein. Die Frage ist, was an Sokrates funktioniert noch heute? Dr. Wollmann argumentiert mit der Geschichte. Aber sie will den Philosophen in die Gegenwart holen. Nur das findet sie relevant. Vielleicht ist die weibliche Sicht auf Sokrates anders als die männliche. Das Grundmaterial dazu hat sie hier auf dem Band. Sie muss es nur noch verfeinern. Euphorisch schlägt Alex ein neues Blatt in ihrem Ringbuch auf und zieht einen Längsstrich über das leere Papier. Über die eine Rubrik schreibt sie er, über die andere sie. Ganz klar, es wird eine männliche und eine weibliche Sicht auf den Philosophen geben. Ein Mann und eine Frau werden Sokrates in Streitgesprächen umkreisen. Die sokratische Methode auf ihn selber angewandt. Heureka! Alex lehnt sich befriedigt zurück.
Was macht für dich ein richtig gutes Buch aus? Also eins, das ich gerne lese. Ich liebe gute Unterhaltung. Ja, ich weiß, das ist ein dehnbarer Begriff und bedeutet für verschiedene Menschen Unterschiedliches. Also für mich ist gute Unterhaltung gut formuliert, halbwegs spannend aufgebaut. Etwas, was mich packt, etwas, bei dem ich etwas Neues lerne vielleicht. Ich habe es gern, wenn ich in eine mir nicht so bekannte Welt entführt werde, die aber doch mit meiner eigenen Erlebniswelt auch zu tun hat, also was ich übertragen kann. Und ich möchte emotional mitgenommen werden. Also im allerbesten Fall bin ich abwechselnd gerührt und muss lachen. Das hört sich gut an. Magst du vielleicht noch etwas zum Stichwort Liebe lesen, besonders zu Didi und Alex? Ja, also da gibt es ein Kapitel, das hat den Titel Häusliches. Alex sitzt über Abrechnungsformularen. Schiffe versenken nennt sie das. Es geht darum, Arbeitstage anzukreuzen, aber nicht etwa die tatsächlichen Arbeitstage, sondern nur so viele, wie ihr als freier Mitarbeiterin pro Monat erlaubt sind. Die Dreh- und Schnitttage sind klar. Vorbereitung, Konzeption, Recherche dagegen unterliegen der freien Gestaltung, unter Vermeidung von offiziellen Sonn- und Feiertagen. Alex zieht ihren Kalender unter dem Bauch von Katze Lenin heraus. Muss das sein, immer mittendrauf. Beleidigt richtet Lenin seinen Schwanz auf und stolziert gemächlich in Richtung Fensterbrett. Dort platziert er sich mit feinem Gespür für Ästhetik genau gegenüber vom rotgetigerten Marx. Alex nimmt den exakt spiegelgleichen Winkel, bewundernd zur Kenntnis, als Bewegung in das Bild kommt. Beide Katzen springen plötzlich an Alex vorbei und rennen zur Wohnungstür. Kurz danach hört Alex das Klingelzeichen, mit dem Didi sein Kommen ankündigt. »Bin da«, ruft er, als er die Wohnungstür öffnet. »Hi«, antwortet Alex. Die Katzen maunzen aufgeregt. »Na, hat euch die böse Alex nicht zu fressen gegeben?« »Lass dich nicht erweichen, die tun bloß so.« Alex hört, dass Didi an der Küche vorbeigeht in Richtung Bad. Sie grinst spitzbübisch vor sich hin und zählt leise. 21, 22, da kommt er auch schon. »So geht das aber nicht«, sagt er empört. Alex macht noch ein Kreuzchen ins Formular, lässt ihren Drehstuhl herumkreiseln und lächelt Didi an. »Was geht so nicht?«, fragt sie mit Unschuldsmiene. »Ja, ich kann nicht baden. Die ganze Wanne ist voll mit Hemden.« »Ach, die Wanne ist voll mit Hemden? Sind das etwa die Hemden, die auf gar keinen Fall in die Waschmaschine dürfen? Weil du die Kragen mit der Hand bürsten willst, so wie deine Oma selig dir das beigebracht hat?« »Ja, aber doch nicht heute.« »Ja, gestern leider auch nicht. Und vorgestern oder vorvorgestern.« Didis Empörung fällt in sich zusammen. »Ja, du weißt doch, was ich im Moment am Hals habe.« »Genau. Und deswegen habe ich gedacht, ich helfe dir schon mal und weiche den Stapel ein.« Grummelnd entfernt er sich. Eine halbe Stunde später liegt Didi in der Wanne, beregnet von den Hemden, die sanft über ihm auf der Leine schwingen und von ihren Bügeln tropfen. Alex lehnt sich an den Türrahmen und betrachtet ihn wohlgefällig. »Hübsch.« Sie kommt näher, hockt sich an den Wannenrand, lässt ihre Hand ins Wasser gleiten und krabbelt sich unter dem Schaum von seinem Bauchnabel aus abwärts. »Vorsicht, du wirst ja nass.« »Vielleicht will ich das ja.« Sie zieht ihren Pullover über den Kopf. Didi wartet nicht, bis sie ihn ausgezogen hat, sondern zieht Alex gleich in die Wanne. Dass dabei ein paar Hemden von den Bügeln ins Wasser fallen, stört nicht weiter.
Als sie wieder zu Atem kommen, konstatiert Didi, dass er die Hemden gleich nochmal waschen könne. Ich mach dann in der Zeit einen Salat, schlägt Alex vor und steigt aus der Wanne. Oh, Salat, eigentlich habe ich jetzt richtigen Hunger. Lass uns zum Jugo gehen. Einverstanden. Alex schlittert über die Kacheln und pfeift fröhlich vor sich hin. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Also bei Facebook und Instagram. Und zwar ganz einfach unter meinem Namen Dorothea Neukirchen. Meine Webseite, die heißt auch ganz simpel www.dorothea-neukirchen.de und meine Mail auch mail@dorothea-neukirchen.de. Also, ja. Und wer ein signiertes Buch von mir möchte, der kann mir einfach schreiben. Die Mailadresse, die steht auch nochmal auf meiner Webseite. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Ja, also grundsätzlich überall da, wo es Bücher gibt. Auf allen Buchplattformen und auch in Buchläden. Also das Taschenbuch, ist da überall erhältlich. Man muss vielleicht ein klein bisschen Geduld haben, ein paar Tage von der Bestellung bis zur Auslieferung. Das ist unterschiedlich. Manchmal geht's schnell, manchmal dauert's etwas länger, weil das ja bei BOD erschienen ist, Book on Demand. Und das E-Book, das bekommt man allerdings nur bei Amazon, also das Taschenbuch bekommt man auch bei Amazon und auf allen anderen Buchplattformen. Und das E-Book nur bei Amazon, bei KDP, Kindle Direct Publishing. Ja, und wer den Titel vergessen hat, also ich habe neulich gemerkt, offenbar habe ich Glück mit dem Titel, ich habe mal Leben, Lieben, Erben eingegeben bei Google und da erschien tatsächlich als allererstes mein Buch. Da war ich ganz glücklich. Da hast du alles richtig gemacht. Naja, bestimmt nicht. Wer macht schon alles richtig? Aber dein Buch erscheint als erstes. Das ist doch super. Das meine ich damit. Ja. Ja, kommen wir zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ja, also erstmal wünsche ich natürlich, dass die eine gute Lesezeit haben. Und dann bin ich natürlich immer ganz glücklich, wenn ich irgendeine Rückmeldung bekomme. Wenn ich mitkriege, was das Buch jemandem gegeben hat, was irgendwie angestoßen wurde. Also ich freue mich über jede Mail. Und ganz besonders freue ich mich natürlich, wenn jemand die Mühe auf sich nimmt, auf einer der Buchplattformen eine Kurzkritik reinzustellen oder mich auch einfach mündlich weiterempfiehlt. Das hört sich doch gut an. Das wünschen wir uns alle und wir hoffen natürlich, dass das auch alle machen. Genau, das ist auch sehr wichtig für uns Autoren. Ja, Dorothea, wir sind leider am Ende. Ich höre dir immer sehr gerne zu. Du hast so eine tolle Vorlesestimme. Also das nächste Mal kommst du bitte mit einem Märchen oder einer Kindergeschichte. Da würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Ja, Kinder, ich habe eine Zeit lang Kinderfilme gemacht und ich habe auch mal ein Kinderbuch geschrieben, da habe ich aber nie einen Verlag für gekriegt. Dann probier es bitte weiter. Ich hätte dich gerne mit einem Kinderbuch da. Ansonsten vielen Dank. Vielen Dank, Emilia, dass ich wieder da sein durfte. Sehr gerne, hat mich wieder sehr gefreut und ich hoffe, du kommst bald wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.